Man wird sich nie vollständig nur durch Sammeln ernähren können. Kauft euch ein gutes Buch zur Pilzbestimmung oder lasst euch von Bekannten mitnehmen und Pilze zeigen. Pilze lassen sich einfrieren, trocknen oder einkochen. Die getrockneten Pilze einfach über Nacht in Wasser einlegen, man kann sie wieder verarbeiten. Ein Buch über essbare Wildkräuter und Pflanzen sollte in keiner Hausbibliothek fehlen. Haltet beim Wandern Ausschau nach Fundstellen und markiert euch diese auf eurem GPS-Gerät oder einer Karte. Die meisten Pflanzen kann man frisch verarbeiten oder trocknen. Um den Grundkalorienumsatz eines Erwachsenen zu decken, müsste man 10 Kilogramm Grünzeug sammeln und essen. Daher sind gesammelte Pflanzen eher für Suppen und Soßen geeignet. Im eigenen Garten, auf dem Balkon oder auf der Fensterbank kann man Kräuter und teilweise kleinwüchsiges Gemüse anpflanzen. Eignet euch die Fähigkeit zu Gärtnern an. Besorgt euch einen Aussaatkalender und gutes Saatgut, das sich selbst wieder vermehren lässt. Fragt bei Bekannten nach, ob sie Obstbäume haben, die sie nicht bewirtschaften. Es gibt auch viele kostenlose Streuobstwiesen. Die Verarbeitung kostet Zeit, lohnt sich aber. Neben Saft aus dem Dampfentsafter kann man Marmelade einkochen oder Obst einwecken. Natürlich kann man auch Dinge einfrieren. Natürlich kostet das Verarbeiten Zeit, doch Zeit hat man meist genug und man darf es nicht einrechnen. Es gibt noch eine Methode, günstig an Obst und Gemüse zu kommen. Allerdings bedeutet das auch viel Arbeit über das Wochenende. Fragt am Freitag bei eurem Lebensmittelhändler nach, ob Gemüse und Obst übrig ist, das sie wegwerfen würden, und kauft es ihnen für wenige Euro ab. Dieses Obst und Gemüse müsst ihr allerdings bald verarbeiten und das kann sehr, sehr umfangreich sein. Man kann auch stoppeln. Beim Stoppeln sammelt man das auf, was Erntemaschinen auf dem Feld zurücklassen. Da es sich dabei rein rechtlich um Diebstahl handelt, sollte man sich vorher beim Bauern erkundigen, ob er das zulässt. So kann man Kartoffeln, Zwiebeln, Rüben oder anderes Gemüse leicht und billig erwerben. Das Gesammelte kann man frisch verwerten oder auch einmachen. Anstatt eure gebrauchten Gläser wegzuwerfen, nutzt sie zum Einkochen. Die Twist-Off-Technologie ermöglicht ein leichtes Einkochen und ein gutes Haltbarmachen. Zudem spart ihr Kosten, denn ihr müsst für die Gläser nichts mehr bezahlen. Ihr habt sie ja beim Kauf eh erworben. So könnt ihr euch mit der Zeit eine ansehnliche Menge an Vorräten anlegen. Gläser, die ihr eigentlich wegwerfen müsstet oder würdet, könnt ihr aufbewahren und sie vor eurem Haus zerbrechen, um so einen gewissen Plünderungsschutz zu erzeugen. Ihr solltet auch Wasser in Flaschen oder Kanistern bevorraten. Vergesst nicht, auch Hygieneartikel, Waschmittel und dergleichen zu bevorraten.